Willkommen hier in der Red Bull Arena. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfans. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen Schalke 04. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Auf ihn wird's ankommen heute, da bin ich sicher. Der ist extrem stark im Abschluss. Den müssen Sie immer im Auge behalten, sonst macht er sein Tor. Da haben wir die Aufstellung von RB Leipzig. Peter Gulagi ist im Tor. Marcel Halstenberg spielt zusammen mit Dayo Upamecano in der Defensive. Und sie starten nicht so offensiv. Vorne nur ein Stürmer. Naja, aber wenn aus dem Mittelfeld Unterstützung kommt, dann kann das klappen. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Im Tor steht Ralf Fährmann. Matija Nastasic spielt mit Salif Sané in der Abwehr. Nabil Bentaleb steht mit Omar Mascarell im Mittelfeld. Und vorne werden sie es mit einem Stürmer versuchen. Der muss natürlich auch aus dem Mittelfeld unterstützt werden. Die Leipziger am Anstoß. Sie verlieren den Ball. Tyler Adams. Klasse Aktion, Ball ist weg. Gut. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Omar Mascarell. Die Defensive steht. Bentaleb. Kann er was draus machen? Gonzalo Paciencia. Wichtig! Den Ball hat er sicher. Rahman. Schwacher Zweikampf, da muss er anders hingehen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Forsberg. Hereingabe. So, geht er gleich gut los hier. Fürs Tor, das wird interessant hier. Ein super Tor, Buschi. So musst du den Ball erstmal erwischen. Hier nochmal dieser Treffer. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Was macht er draus? Da verlieren sie den Ball. Einwurf für RB Leipzig. Klostermann. Amadou Haidara. Die Mitspieler bieten sich an. Sieht gefährlich aus. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Kopfball geht ins Seitenhaus, gibt Einwurf. Forsberg. Amadou Haidara.
Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Gut. Schalke jetzt über außen. Gonzalo Paciencia. Ja, könnte was werden. Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Ganz eng war es, aber ich denke, es ist richtig entschieden. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Oczipka. RB Leipzig hat hier bislang, wenn wir uns den Ballbesitz anschauen, weniger von diesem Spiel. Aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das C. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Ein guter Block hier. Die Ecke kommt rein. Ja, sie können erstmal klären. Und nochmal Eckball. Ecke kommt in die Mitte. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Gefährlich! Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Abgepfiffen, das war abseits. Ballverlust. Gonzalo Paciencia. Gonzalo Paciencia. Und den hält er fest. Gut gemacht. Amadou Haidara. Knapper Rückstand bislang hier in diesem ersten Spielabschnitt. Wie ist deine Einschätzung, Buschi? Schalke muss zulegen, so ein wenig die Bremse lösen. Das kann die Mannschaft. Der Rückstand ist knapp. Alles noch drin. Rudi. Omar Mascarell. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ja, sie versuchen zweite. Und jetzt die Chance. Flugkopfball und er ist drin. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Und wir dürfen uns dieses Kopfballtor nochmal in der Wiederholung ansehen. Schön hereingegeben, klasse verwertet. Das ist hier die Erfolgsformel. (2:0) steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Ja, das ist heute noch nicht sein Spiel. Wirkliche Gefahr strahlt er heute nicht aus. Da haben wir deutlich bessere Auftritte gesehen. Schalke 04 mit dem Anstoß. Die zweite Hälfte kann losgehen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Amadou Haidara. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich.
Da trennt er ihn vom Ball. Erstmal geklärt, ja, aber auf Kosten eines Eckballs. Ecke kommt. Kopfballchance, aber doch deutlich vergeben. Und das ist auch Verdienst der Abwehr. Ja, die sind zur Stelle, machen die Räume eng und er trifft den Ball daneben nicht mehr perfekt. Halstenberg. Tyler Adams. Emil Forsberg. Da stand der Assistent gut. Abseits. Wird das eine Torchance? Und jetzt ist der Ball geklärt. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Könnte den Konter geben. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Pacienza. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Klasse Pass. Ja, könnte was werden. Jetzt vielleicht. Hätte gefährlich werden können. Gut, dass Sie da klären. Was macht er draus? Amadou Haidara. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ball kommt in die Mitte. Der ist noch heiß. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Dass Sie hier so deutlich vorne liegen, das hat natürlich eine ganze Menge mit der sensationellen Chancenverwertung zu tun. Das ist herausragend. Ballverlust. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Super Tor. In den Pfosten und dann rein. Es könnte hier tatsächlich noch den Ausgleich geben. Sie sind so kurz davor. Aber klar, das hat auch Kraft gekostet, hier nochmal zurück in diese Partie zu kommen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ist hier immer noch am Ball. Angelino. Forsberg. Klasse Pass. Kann er was draus machen? Guter Zweikampf. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Pacienza. Gonzalo Paciencia. Klasse, wie er da hingeht. Fährmann. Salif Sané. Ah, ich glaube, das ist ein super Pass. Macht er gut. Und jetzt die Chance. Was für eine Chance. Gut gesehen, das war abseits. Bei Schalke wird es einen Wechsel geben, Buschi. Ja, soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen.
Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung pur. Nastasic. Rahman. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Ballverlust. So, was machen Sie draus? Jetzt können Sie es entscheiden. Weiter gefährlich. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Und da ist der Schlusspfiff. Ein ganz, ganz enges Match war das heute. Am Ende gehen Sie aber als Sieger vom Platz. Ja, spannend war die Partie auf jeden Fall. Sie sind diesen Tick besser gewesen, dass der Sieg in Ordnung geht. Die Leipzig.